Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Witcher 3 mit Paxis. Wir müssen jetzt diese schon längst verwelkte Rose besorgen. Also das wird ja wieder sehr lustig. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach nur auf dieses Anwesen gehen. Sagen, dass wir diese Rose wollen und dann irgendeinen verrückten Zauber anwenden und das war's und wir haben die Rose, wir gehen zurück und wir haben es geschafft, diese drei Aufgaben zu erledigen, sondern es wird mit Sicherheit so sein, dass da wieder ein, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, ein fetter Rattenschwanz dranhängt. Und hier muss doch irgendwo noch ein Wegkreuz sein. Also das kann doch gar nicht sein, dass hier kein Wegkreuz ist. Irgendwo hier muss einer sein, muss noch eins sein, deswegen mache ich jetzt was ganz Verrücktes und werde hier hinreisen und dann mit dem Pferd dahin reiten in der Hoffnung, dass ich dieses Wegkreuz finde, weil da, das kann nicht sein. Da ist ein Anwesen, da ist eine Geschichte dazu, zu diesem Anwesen. Da ist ein Riesengebiet, total viele Wegkreuzungen eben. Und da müsste ja eigentlich so ein Schild ansagen, was da abgeht. Aber da oben gerade ein Kräuterhändler ist, gehen wir da mal hin und... Ach so, das ist der. Ach ja. Ja, okay, der wird kein Vitriol haben, aber ich guck nochmal hin. Das war doch der, der so viel Kohle hat. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich? Ach nee, der andere da oben hatte so viel Kohle, genau. Diamantenstaub. Ja, da hat er tausende Staubs, aber halt nicht den, den ich gebraucht habe. Der war türkisblau, so eine Mischung aus Diamantenstaub und durchdrungener Staub. Ah, nichts von beiden passt wirklich. Ja, ich gehe mal zu dem, wenn ich einmal hier bin, zu dem Typ da oben. Der hatte die viele Kohle und da können wir unsere Sachen verkaufen. Weil so viel Geld haben wir ja auch nicht. Die nie endende. Das haben wir doch schon mal gefragt. Die nördlich. Oh ja. Hm. Und auf den. So. Mal gucken, wie lange es dauert, bis Geralds Bart wieder nachgewachsen ist. Ich finde ihn ja mit Bart cooler. Okay, was brauchen wir denn nicht? Diese Armbrust brauchen wir nicht. König Voltesk Maske. Naja, ich lasse es mal drin, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen. Oder irgendwann benutzen werden. Winterklinge behalten wir auch. Den brauchen wir nicht mehr. Holzschwert. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. So, was haben wir hier? Neumondrüstung. Hä? Was hab ich wieder an? Habe ich das falsch an? Danke. Bis dann. What? Wieso habe ich denn das an? Hä? Wieso und wann habe ich denn das angezogen? Das habe ich noch nie irgendwann angezogen. Ich meine, es sieht halt durch die Stiefel vor allem cooler aus, weil es einfach besser zusammenpasst, aber das habe ich noch nie angezogen. Also das raff ich gerade gar nicht. Weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich das nicht angezogen habe. Ich erinnere mich daran, dass ich vergessen hatte, die Hochzeitsgarderobe auszuziehen. Und dann habe ich aber noch eigentlich auf die richtige gewechselt. Meiner Meinung nach. Aber egal, können wir jetzt alles verkaufen. Ist halt alles leider nicht so viel wert. Kommt nicht mal auf 10.000. Ich glaube, das andere, ja genau, konnten wir nicht verkaufen. Wir konnten bloß Waffen, also Ausrüstungsgegenstände konnten wir bei ihm verkaufen. Ich glaube, Schmuck kann man noch verkaufen. Ja. So. Und Handwerkszutaten könnten wir verkaufen, aber will ich natürlich nicht. Gut. Danke. Bis dann. Jetzt reiten wir aber dahin und ich hoffe, dass... Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade daran denken. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen, aber das habe ich eigentlich gar nicht gemeint. Ich meinte eigentlich... Hey, wo ist denn Blötze hin? Da stand doch hier irgendwo. Egal. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt dieses Wegkreuz finden. Weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass da eins ist. Komm schon, Blötze. Muss einfach eins sein. Also entweder muss hier eins sein oder halt hier, aber meiner Meinung nach habe ich die Wege ja schon abgeguckt. Ich mache mal hier so einen Wegpunkt hin, damit ich weiß, wann ich da bin. Wo diese krassen... Vor allem, lasst uns mal ganz kurz die Karte angucken, sorry, aber...
Was sind das eigentlich für viele Wege? Die machen doch überhaupt gar keinen Sinn. Also wahrscheinlich Trampelpfade, die sich irgendwann gebildet haben und ja, auch hier. Warum denn gerade hier dieses Dreieck? Also da ist doch gar nichts in der Mitte und es lohnt sich doch überhaupt nicht. Also hier müssen echt viele Leute unterwegs sein, da müssen sich diese Wege ja auch halten, weil die wachsen ja auch schnell zu. Und hier sind so viele sinnlose Wege hier, also was soll denn das hier? Das ist halt echt krass, das ist echt krass. Aber egal. So, hier muss irgendwo ein Wegkreuz kommen. Hier noch nicht. So, hier jetzt eigentlich muss irgendwo eins sein. Nee, Quatsch. Das gehört noch zur Mühle, das gehört noch zur Mühle, okay. Weiter so, Plätze. So, jetzt sind wir hier. Okay, Moment. Neue Mühle, alte Mühle. Okay, aber hier gibt, wieso gibt's denn hier kein Wegkreuz? Hey. Wegen alte Mühle oder so. Hier ist auch keins. Ich komme nicht drauf klar, dass es hier kein Wegkreuz geben soll. Los, los. Da ist eins. Ich wusste es. Boom. Ich wusste, dass hier irgendwo eins ist. Na also. Von Everreck Anwesen. Die Geschichte des von Everreck Anwesen ist so verworren wie die der Familie selbst. Haus und Ländereien der einst so wohlhabenden redanischen Familie wurden versteigert, nachdem sie sich vollkommen verschuldet hatten. Sie gelangten jedoch durch Olgierd wieder zurück in die Hände der von Everrecks, dem berühmt-berüchtigten Anführer eines lockeren Zusammenschlusses von Bewaffneten, die sich die Freie Armee Redaniens nennen. Trotz der Anstrengungen, das Haus zurückzubekommen, verließ Olgierd es einige Zeit später und mittlerweile ranken sich darum düstere Legenden. So, geschafft. Bums aus Nikolaus. Mehr wollte ich gar nicht. Wir können das Spiel beenden. Nicht so schnell, Plätze. Ach so, und hier ist wieder böse Aura, Plätze. Oder was? Kendrick! Kendrick! Wie glänzt danach aus? Wer ruft denn hier? Ach so, da. Wir kommen wahrscheinlich hier nicht rein, oder? Ich brauche einen anderen Eingang. Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Oh, Götter, hast du mich erschrocken? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitele, was mache ich hier bloß? Kendrick, wer ist denn das? Wir sind Partner. Wir steigen in verlassene Häuser ein. Irgendwas finden wir immer. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen, wirklich. Suche nach den Komplizen des Diebes, den du geholfen hast, und suche das Gelände des von Everrex an, ich bei dem Nebel eine Hose finden. So, ich gehe mal davon aus, wir brauchen jetzt bestimmt gleich wieder Irden, weil hier irgendwelche Geister kommen. Jemand kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Frischer Dung. Da geht irgendwie Duft aus, oder? Hä, der Duft ist rot, aber führt nirgendwo hin. Verstehe ich nicht. Ah, die Blumen duften, geil, okay, das dachte ich mir schon. Ich frage mich eher, wer dieser Typ da im Gewand war, den wir gerade gesehen haben. Geheimnisvoll. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Ob es auch so klar und rein und frisch und lecker schmeckt? Moment, gibt's hier noch mehr? Das Wasser ist eisig,
wie ein Bergfluss. Der Kreis ist immer noch da. Aber wieso? War doch bestimmt nur da, um diesen... Ach nee, hier, die Bank. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich, von wem. Ah, ist ein schwarzer Hund? Oh, krass. Was macht denn der hier? Ach, das kann man auch untersuchen, obwohl ja gar kein Kreis ist, okay. Ein Grab? Hier? Was machst du an einem Ort wie diesem? Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. Keine Ahnung, ist jetzt... Naja, ist nicht wirklich weggerannt. Hört leider nicht auf uns, vielleicht können wir ihn als Haustür mitnehmen. Vielleicht natürlich, bevor ich... Hallo? Bevor ich reingehe, werde ich natürlich erstmal draußen mir die Sachen zu Ende anschauen. Ist ja auch ein ziemlich interessantes Anwesen. Wenn es nicht so verwildert wäre, wäre es halt super geil. Und vor allem natürlich auch dieser magische, diese magische Dunkelheit und Nebel, logischerweise. Ach, das sind noch Bienenstöcke. Bienenstöcke, gepflegt, aber in Winterruhe. Hm. Wer weiß, welcher liebreizende Geist hier umherschwirrt, der sich um alles kümmert. Das Holz ist komplett verrottet. Keine lila Rose. Vielleicht irgendwo hinten. Suche nach den Komplizen oder suche den hinteren Garten. Gehen wir jetzt erst rein oder gehen wir zum hinteren Garten? Ich weiß gerade nicht, was... Na komm, wir gehen erstmal rein. Das mit dem Komplizen klang ja fast wie ein Nebenquest, aber scheint zum Hauptquest zu gehören. Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Er hat aber ziemlich krasse Spuren hinterlassen dafür, dass er, keine Ahnung, wahrscheinlich sich nicht gewehrt hat, oder? Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Da muss ich sowieso hin, perfekt. Unten ist es irgendwie nebliger als hier oben. Kommen wir eigentlich in die Hütte da rein? Nee, ne? Öffne das Tor. Oh, vielen Dank für diesen Hinweis. Also der Hund schon wieder, oder? Ne, ist eine Katze. Schwarze Katze. Vor allem wie schwarz der Hund? Sicher ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Der Hund war schon schwarz wie die Nacht, aber die Katze betreibt ja komplett, oder? Ich kann nicht mit der reden. Nee. Mann, wie schwarz die ist. Das ist kein natürliches Schwarz, oder? Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Speichern nochmal. Direkt einen fetten Kampf. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du?
Irgendjemand ohne Gesicht. Pedel. War wahrscheinlich mal der Gärtner oder Diener oder irgendwas. Noch ein bisschen größer als normaler Mensch, ne? Aho. Ah, nicht wirklich viel Schaden. Aber wenn der Kampf so weitergeht, ist er trotzdem einfach. Wo verhält denn der sich einfach? Ach, immer wenn er mich trifft, heilt er mich. Oh, fuck. Nicht mich, sondern heilt sich, wenn er mich trifft. Also dürfen wir nicht getroffen werden. Wichtig. Okay, bringt gar nichts, dachte ich mir schon. Mal gucken, ob Art ihn umschmeißt. Nicht wirklich. Was geht denn jetzt ab? Hä? Was macht denn der platt? Macht er die Schattenfiguren platt und holt sich damit Energie oder was? What? Der hat wieder voll Energie! Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Siege den Pedel. Ist das eine eigene Monsterrasse oder was? Der will echt diese Figuren alle platt machen. Scheiße. Hat nicht schon ein Drittel weg? Interessanter Kampf auf jeden Fall, gefällt mir. Scheiße. Macht er nicht mehr seinen Angriff von Anfang, wo er so in den Boden gehauen hat? Da konnte man nämlich mehr Schaden machen. Oh nein! Fuck! Klar, ich bin zu ungeduldig. Boah, ey, wir können doch so wenig Schwerthiebe setzen. Haben die macht seinen blöden Heilungszauber nicht wieder.
Sonst kann ich eigentlich nur noch den Schatten hinterherrennen, dass er die nicht umbringt. Toll. Wieder zu ungeduldig. Wieder nur zwei. Ich kann ihn aber so nicht angreifen. Es ist zu riskant, dass er mich dann doch trifft und sich um 3000 heilt. Wie jetzt zum Beispiel. Vier, immerhin. Muss weit weg von ihm sein, dann macht er das am ehesten. Wenigstens macht dein Heilungsscheiß nicht mehr, also diese komischen Geister rufen. Hab ich schon noch ein Drittel. Oh nein, nicht das wieder. Scheiße! Scheiße! Er heilt sich wieder komplett, ey! Aber das sind viel zu viele! Fuck, fast wieder voll Energie! Toll, toll! Wenigstens macht jetzt den Angriff wieder. Schön, wenn mich jetzt immer trifft und sich 3000 heilt. Komm schon, wir müssen ihn platt machen. Bevor er wieder sein scheiß Drecksheilungszauber macht. Nicht gierig werden, come on. Gleich haben wir eine. Komm jetzt. Nein, wieder zu gierig. Jetzt aber. Schon. Jetzt müsste er seinen scheiß Heilungszauber machen, das wäre so lustig.
Jetzt aber. Boah, war es anstrengend. Aber mal ein geiler Kampf auf jeden Fall. Sehr, sehr cooles Monster, sehr geil gemacht. Müssen wir doch direkt mal ins Bestarium reingehen und uns diesen Spaß angucken. Ich hab gerade Süßer gelesen statt Büßer. Was ist das denn? Nekrophag vielleicht? Ne? Relikte. Der Pedell. Wirksam. Irden bestimmt? Ne, Quen, okay. Und Reliktöl. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophenweisheit sich träumen lässt. Bartolomeo Dares im Irrenhaus nach dem Versuch, Kontakt mit Kreaturen von einer anderen Ebene aufzunehmen. Der Pedell diente mit der Gleichgültigkeit eines Golems und erwies sich im Kampf als so gefährlich, wie er bei der Arbeit gewissenhaft war. Schmerz spürte er nicht. Tatsächlich schien jeder Hieb ihn zu stärken, gleichgültig, ob er ihn einsteckte oder austeilte. Als Waffe benutzte er seinen Spaten. Ferner konnte der Pedell mächtige Geister aus den Gräbern rufen, die er geschaufelt hatte, und sich selber stärken, indem er diese Geister absorbierte. Es fiel dem Hexer nicht leicht, den vernichtenden Spatenstreich auszuweichen. Seine einzige Chance, die Kreatur zu verwunden, bestand in den Phasen, als der Pedell mit dem Spaten im Boden außerweltliche Energien beschwor, um seine Gegner vor Angst zu lähmen. Interessant. Was zum Teufel war das? Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Ich hoffe mal, das hat jetzt gespeichert. Ich müsste eigentlich langsam mal Schluss machen. Ist es okay? Naja, komm, ich versuch's mal noch durchzuziehen. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Diese Iris wird ja logischerweise auch wieder irgendein Geist. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Die wird ja ebenfalls irgendein merkwürdiger Geist sein. Wo sind die Katze und der Hund jetzt hin? Egal, bis zunächst, dann muss leider Schluss machen. Kann halt auch erstmal keine weitere Folge aufnehmen. Ach, da fällt mir gerade auf, der hat nichts gedroppt. Wie sieht's zwar. Ach doch, wir können den Spaten des Pedells nehmen. Ah, er ist aber schwächer. Spaten des Pedells, Sekundärwaffe. 10% des bewirkten Schadens wird zu Vitalität. Ah, interessant. Gucken, wie es aussieht. Sehr geil. Nice, aber er ist schwächer, auch wenn das eigentlich ganz cool ist mit diesen 10% Schaden.
Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.